und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mal wieder ein aufgebraucht für euch, denn bei uns hat sich so einiges angesammelt. Es ist diesmal sehr viel geworden. Deswegen habe ich gedacht, lasse ich mal die Sachen, die wir immer benutzen, weg oder mache die nur ganz kurz. Ich werde ein bisschen mehr neue Sachen zeigen. Wir starten mal mit dem Garnier Micellenwasser, was ich sehr empfehlen kann. Ich benutze das morgens einmal zum Reinigen oder auch nach dem Abschminken nochmal, um die Augenpartie nochmal extra zu reinigen. Das hier ist das mit dem blauen Deckel. Da gibt es irgendwie 8 verschiedene oder so. Das ist ein All-in-One Abschminkreinigungswasser, sage ich mal. Was ich wirklich sehr gut finde. Ich habe jetzt gerade das Rosane davon. Das ist, glaube ich, extra für trockene, empfindliche Haut. Das hier war aber zweiphasig, also das musste man immer schütteln. Das hat ein bisschen besser abgeschminkt. Ganz kurz die Farbfangtücher von Denkmit. Die benutze ich für die Waschmaschine. Die finde ich super. Die kann ich immer wieder weiterempfehlen, dass die Wäsche nicht verfärbt. Denn ich sortiere ganz selten nur Wäsche. Nur wenn ich mal wirklich eine Woche oder ein paar Tage nicht gewaschen habe und ich wirklich einen Riesenberg habe, dann mache ich weiße Wäsche extra, sonst nicht. Weil wir haben nicht so viel weiße Wäsche und sonst würden wir da niemals auch nur eine halbe Maschine voll kriegen. BB Reinigungstücher hier, die benutze ich ganz, ganz oft und super gerne zum Abschminken, wenn ich irgendwie zu faul bin, mich vernünftig abzuschminken. Die sind auch für trockene und empfindliche Haut und die brennen überhaupt nicht. Die sind seit neuestem mit Kokoswasser, das riecht man aber nicht. Die kann ich auch sehr empfehlen, wenn man da empfindlich ist. Lenore Light Wäscheparfümperlen, die nehme ich jetzt seit neuestem immer für die immer nicht. Also ich packe die nicht in jede Wäsche und auch nicht so viel, wie hier draufsteht, sondern ja irgendwie, da ist so ein Deckel noch drauf und den ganzen oder halben Deckel da immer reinmachen. Ich mache da immer nur so eine Handvoll, so eine kleine Handvoll rein, wenn überhaupt, weil wir keinen Weichspüler benutzen und mir der Duft einfach fehlt. Ich hatte mal so Trocknertücher mit Duft ausprobiert. Die fand ich jetzt aber allerdings überhaupt gar nicht gut. Also die haben nichts gebracht. Die kann ich nicht weiterempfehlen. Zahnseide-Sticks, die benutzen wir super gerne. Mit Zahnseide kommen wir schon immer nicht klar. Die finde ich viel besser. Und wenn man die umklappt, unten ist da auch noch ein Zahnstocher dran. Und hier ist auch noch so ein Etui drin für unterwegs oder keine Ahnung. Bei uns ist das unbenutzt drin geblieben. Da kann man dann 1-2 Sticks so reinschieben. Für die Kinder hier so ein Knister-Badespaß. Kaufe ich ganz gerne mal so ein Tütchen. Wir haben ja Abstand genommen von diesen ganzen Badezusätzen und auch diese ganzen Duschgele mit dem ganzen Glitzer und Farbe, weil die Kinder das nicht so gut vertragen haben. Aber ab und zu so ein Tütchen geht auf jeden Fall. Das hier war schön. Also es war wirklich super. Da gab es überhaupt gar nichts danach. Kein Ausschlag, kein Jucken, nichts. Als Waschmittel habe ich hier dieses Lenore Sensitiv Waschmittel jetzt 2-3 Mal hintereinander gekauft. Das kann ich sehr empfehlen. Das war wirklich schön, hat alles sauber bekommen. Hat auch einen leichten, ganz minimalen, angenehmen Duft. Dann der Backofenreiniger, den ich immer benutze, wo ich auch jedes Mal nach dem Reinigen, ich poste bei Instagram oft dann, wenn ich den Backofen gereinigt habe und da kriege ich immer so viele Nachrichten direkt, was das für ein Reiniger ist. Das ist dieser hier, MaxiClean. Ich glaube, die Verpackung sieht ein bisschen anders aus mittlerweile. Ich habe den schon länger. Der reicht ja auch lange. Damit pinselt man den Ofen ein, lässt das ein, also macht da Folie drüber, lässt das einwirken. Ich lasse das immer über Nacht einwirken. Und danach kann man das mit einem Zewer so abwischen. Danach muss man den natürlich nochmal einmal sauber machen. Sagen wir mal 90% des Drecks sofort so von ablösen. Rohrreiniger von Denkmit. Bei uns aus dem Waschbecken riecht es manchmal muffig. Das hat uns jetzt nichts gebracht. Listerine für Kinder. Haben die Kinder benutzt, fanden die super. Ich fand es auch, ich habe das auch mal probiert, richtig angenehm für die Kinder. Das gibt es aber nur ganz selten. Bei uns zum Beispiel im DM gibt es gar nicht. Fand ich aber gut und haben die Kinder super gerne benutzt auch. Für den Patrick habe ich mal hier L'Oreal Duschgel geholt. Pure Carbon. Fand er auch richtig gut. Er benutzt ja sonst immer dieses Duschdass. Habe jetzt aber trotzdem erstmal wieder das Duschdass geholt. Cremedusche von Balea. Die sind immer eigentlich ganz gut. Die sind nichts Besonderes, muss ich sagen. Also ich benutze lieber so was, wo die Haut danach richtig schön weich und zart ist. Aber so für zwischendrin zu benutzen, auf jeden Fall gut. Hier hatte ich mich ja vergriffen. Ich wollte Duschgel und habe Shampoo gekauft. Das haben die Kinder benutzt zum Matschen. Die Finish Power Tabs All-in-One für die Spülmaschine.
kann ich immer wieder sehr empfehlen. Die sind leider in Plastik verpackt, was sich auflöst. Finde ich jetzt nicht so gut, aber das sind bis jetzt die besten, die wir hatten, an die auch alles sauber kriegen. Da haben wir jedes Mal unser Geschirr sauber. Bei ganz vielen Tabs ist das nicht so, finde ich. Also da hat man dann hinterher überall diese Krümmel drin. Hier hatte ich mal, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, so ein Badezusatz. Die sind ja total beliebt, diese Aroma-Dinger. Ich fand es echt nicht so doll. Hier ist die Marke. Orinic oder so. Orinic? Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall nicht doll. Da mag ich die von TTZ viel lieber. Das war hier so ein Weihnachtsding. Wohlige Winterträume, Orangenöl mit Zimt. Das war total toll. Jetzt habe ich gerade so ein Karibik-Dingen in Benutzung, auch von TTZ. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die finde ich super. Hier hatte die Rosalind mal Ariel Shampoo von Action, glaube ich. Das war auch gut für ihre Haare. Die Haare von Rosalind sind ja doch schon ziemlich anspruchsvoll, war aber vollkommen ausreichend. Die sieht auch ein bisschen versubbelt aus. Tagescreme von Nivea Sun habe ich letztes Jahr, wo wir im Urlaub gefahren sind, entdeckt. Finde ich sehr, sehr gut. Die ist getönt und die gibt ein richtig ebenmäßiges Hautbild. Ist schon so ein leichter Make-up-Ersatz, würde ich sagen. Dann hat die 50+, also die kann man super im Sommer benutzen. Ich benutze die aber auch ganzjährig. Ich benutze sie eigentlich immer an solchen Tagen, wo ich keinen Bock habe auf Make-up, mich so richtig zu schminken. Dann mache ich die drauf und das reicht dann auch. Sensitive Duschgel pH 5,5, hautneutral. Hatte ich auch mal für den Patrick geholt. Das riecht halt nach nix, ne? Mein Shampoo und Spülung vom Pantene Pro-V Miracles kann ich immer wieder sehr empfehlen. Hatte noch nie so ein gutes Shampoo und Spülung. Ich finde die Haare danach richtig toll. Also da hat man irgendwie ein gutes Ergebnis. Ich finde, bin mit meinen Haaren auch super zufrieden. Ich war jetzt fast ein Jahr nicht beim Friseur. Also ich muss mal überlegen. 9 Monate war ich jetzt nicht beim Friseur. Meine Spitzen sind total kaputt. Ich müsste dringend zum Friseur, aber ich habe keinen Bock und kein Geld. Friseur bei mir ist immer direkt richtig teuer. Also aber das kennen ja die meisten Frauen. Mit dem Shampoo bin ich einfach total zufrieden. Ich finde meine Haarstruktur super. Ich finde, die sehen super aus, bis hier zumindest. Ganz kurz Zahnpasta-Empfehlung. Odol mit 3 benutzen wir. Die Kinder benutzen die auch für die Kinder. Die finde ich auch super. Absolute Empfehlung von Patrick, das Deo hier. Rexona Cobalt Dry. Beste Deo. Riecht man nicht. Und das ist der beste Raumduft, den ich sehr empfehlen kann. Den gibt es nicht immer. Wie heißt der? Sommervergnügen? Genau. Den gibt es halt im Winter nicht. Deswegen kaufe ich mir den immer auf Vorrat, damit ich den da habe, weil der wirklich super riecht, super angenehm, nicht so aufdringlich. Ich mag auch gerne so Vanilledüfte, aber die sind immer so extrem. Da kriege ich Kopfschmerzen von. Das ist der halt nicht. Dann habe ich hier noch Schrumpensalbe von Balea, die ich auch sehr gut finde für die Füße. Ich habe ja so ein bisschen Problemhacken. Die kann man auch super über Nacht einziehen lassen. Im Adventskalender hatten wir hier so eine Fußbutter, die war auch wirklich super. Vielleicht gibt es die auch nochmal in einer anderen Größe und anderem Design immer, das weiß ich nicht. Dann hatte ich hier eine Tagescreme von Beauty Mates. Da hatte ich ja auch einen Code. Das war eine Hyaluron-Feuchtigkeitscreme, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Die fand ich super. Also die hat meine Haut richtig schön prall und straff gemacht. Muss ich sagen. Augen-Make-up-Entferner von Balea ohne Öl, also ölfrei. Nee, das ist der ölhaltige, den man so schütteln muss und mischen. Den kann ich nicht empfehlen. Da hat man jedes Mal einen Ölfilm auf den Augen. Und in meinem Glossy-Box-Adventskalender hatte ich hier so ein Reinigungsgel, das wirklich super angenehm und super schön war. Damit habe ich mich immer abgeschminkt. Ich kenne die Marke nicht. Das war ja der französische Glossy-Box-Kalender. Keine Ahnung, die kriegt man aber bestimmt auch hier. War sehr angenehm. Der Patrick benutzt immer hier diese Nivea Man Creme. Die kann ich auch sehr empfehlen für Männer, die keine großartige Problemhaut haben. Also der kommt da super mit klar. Und das ist meine zweitliebste Tagescreme mit bisschen Tönung. Die macht einen richtig schönen Ton. Also im Wechsel benutze ich diese beiden. Die von Nivea hier, die ist zum Beispiel ein bisschen brauner. Da hat man ein bisschen mehr Make-up-Effekt. Nagellackentferner acetonfrei mit Kokos von DM kann ich auch sehr empfehlen. Vor allem diese ganze Flasche kostet irgendwie also unter 1 Euro auf jeden Fall. Kommt man ja super lange mit aus. Finde ich, riecht super, weil Nagellackentferner riecht ja immer so ein bisschen blöd. Dieser hier mit Kokos riecht richtig angenehm. Und hier hatte ich nochmal aus dem Glossybox-Kalender von Kiehl's eine Creme. Also so eine Miniatur ist das, glaube ich. Auch wirklich richtig schön war. Aber da habe ich jetzt nicht so viel von gehabt. Aber die war ergiebig und hat trotzdem lange gehalten. Hier habe ich nochmal
Schaumwölkchen, Schaumbad von den Kindern, das war auch toll. Und nochmal eine schöne Cremedusche mit einem Häschen drauf. Die haben ja von Balea immer so Limited Editions und momentan auch wieder wirklich richtig süße Designs. Das war's. Ein bisschen Tagescreme-Inspiration für euch. Die Nivea Sun Creme wurde mir auch schon ein paar Mal nachgekauft, daraufhin, dass ich die euch empfohlen habe. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwas von mir ausprobiert habt und euch das auch so gut gefällt oder gar nicht gefällt. Das interessiert mich auch immer sehr, weil das ist ja immer vom Hautbild abhängig, vom Geschmack, was man vom Geruch mag und so. Also das ist ja total individuell. Ich interessiere mich da auch immer sehr für eure Meinung. Ja, ich hoffe, mein Aufgebraucht-Video hat euch gefallen und lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, schaut bei Instagram unbedingt vorbei, das sind wir eins. Da freue ich mich sehr, wenn ich da noch ein bisschen wachsen könnte und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!